Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Mir ist was aufgefallen. Ich denke so, oh, was habe ich denn viele Kalorien in der Main Base? Ich produziere noch die ganze Zeit Matschregel, ne? Ist das mir mal aufgefallen? Nee, nicht. Wir haben nicht sehr viel frittierten Matsch. Also, es geht. Barbecue, Matschregel. Meeresfrüchte wird mehr. Aber etwas, was wir aktuell nicht brauchen. Sagen wir so. Ich könnte übrigens, ich habe genug Saft hier, ne? Ich könnte meine Kühlschränke mittlerweile auch definitiv betreiben, ist mir auch mal aufgefallen. Ich glaube, das schadet nicht, wenn ich nochmal 300 Watt hier dran mache. Ja, ist unwahrscheinlich, dass das alles gleichzeitig läuft. Gerade hier um die 480 noch mit. Nee, never ever. Sehr schön, weil ich glaube, es ist haltbarkeitstechnisch vielleicht doch ganz praktisch, wenn ich hier noch ein bisschen was für die Temperatur mit tue. So, wir sind nämlich hier unten. Wie sieht's hier aus? Wir haben hoffentlich, haben wir genug jetzt zusammen? 825. Ich könnte mir hier nämlich schon, das ist nämlich jetzt so ein bisschen der Plan, dass ich überlege, mir dann gleich schon den Batterien mit hinzustellen, ne? Also darauf dann direkt Kobaltbatterien, um Solar und Strom abzugreifen. Ja? Nochmal, kann ich das Ding auch aus was anderem bauen? Nee, ich kann es nur aus Edelsten bauen. Das ist vollkommen okay. Das finde ich gut so. Jungs, es kann überall gebaut werden. Ich weiß gar nicht. Achso, ihr habt irgendwie eine Aussetzbaum. Oh, so. Will ich eine Slicksalarve? Nee, will ich nicht. Aber wir haben zwei Duplikanten verloren. Das heißt, liebe Leute, ich brauche noch einen neuen Duplikanten in der Mainbase. Ich brauche noch einen neuen Duplikanten in der Mainbase. Der erste, der hier schreit, darf wieder an dieser wunderbaren Kolonie teilnehmen. Ach, der Riftmaker. Kommt direkt rein nach Jahren und kreilt sich einen Slot. Das haben wir gerne. Okay, was haben wir denn? Luftverbrauch heute? Nein. Kann Bauaufträge durchführen, startet aber mit einer Schutzanzug-3-Fähigkeit. Unterbrechen und Ballonkünste, höre ich gerne. Mit einem morgendlichen Attributbonus, Maschinengesenk, Medizin. Kochkunst und Pilotieren. Na, guck mal, da haben wir den Riftmaker. Riftmaker. Darfst du nämlich gleich. Sag hier arbeiten, mein Freund. Wo ist er? Von der gute Riftmaker. So, erstmal A. Verschiedene Dinge. Ich muss irgendwo sitzen und essen. Hat anscheinend schon Platz. Bett hat er auch? Okay. Na, wenn das so ist, dann kriegt er auch gleich noch einen Anzug. Haben wir bestimmt noch erstklassige Kleidung, haben wir nicht. Haben wir noch einen schicken Anzug? Stimmt. Riftmaker. Da, gibt auch direkt. Habe ich den schicken Anzug da wieder? Ja, schön. So, kann sich direkt erstmal fähigkeitstechnisch, muss ich gleich erstmal schauen, Riftmaker fängt schon mit Schutzanzugtraining 1 an, das finde ich sehr gut. Grillen hat er auch, bauen kann er noch nicht, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Claudia fängt an mit einer Tragefähigkeit, wa? Klassiker. Ja, ist alles nicht so einfach. So, da müssen wir jetzt auch mal schauen, wir müssen die beiden ja auch noch einstufen in den Zeitplan. Was ich ein bisschen schade finde, dass man das hier nicht so richtig nach Planeten sortieren kann, sondern nur andersrum. 1, 2, 3, 4. Wir haben auf Lefo 3, 3. Wir schicken also Claudia in die Spätschicht, Nachtschicht und Riftmaker in die Spätschicht. Mit 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Yoshi hat einen Attributbonus morgens, das passt. Also wir haben einen mehr in der Frühschicht, da kann ich mitleben. Wir müssen ja auch ein bisschen die Leute, ne, ein bisschen zuweisen. Genau, haben wir gemacht. Die sind erstmal direkt zugeteilt. So wie sie es gehört. Ach, guck mal hier. Arbeit, guck mal hier. Oxalyt. Sehr schön. Ich mag. Darum mag. Oxalyt. Muss ich gleich auch nochmal. Wie viel Oxalyt habe ich denn hier gerade? Habe ich das Ding denn hier stehen? Wir haben hier so verschiedene. Verschmutzte Erde. Kann weg. Tafelsalz fühle ich. Stahl habe ich. Schiffer, San 155 brauche ich auch nicht mehr. Rohöl fühle ich nicht mehr. Holz, out of Quasu. Dünger interessant, Schutzanzug interessiert mich, Stahl interessiert mich, Tafelsalz, veredelter Kohlenstoff.
Sand bei 700 Tonnen nicht mehr. Plastik ist durchgängig am Laufen. Nympheneier können auch weg. Das heißt, Oxolith interessiert mich. Kilogramm, das ist. Wir müssen definitiv mehr Oxalit machen. Hier liegt dann wahrscheinlich meistens immer noch irgendwie Oxalit rum. Das ist okay. So, hier oben gibt es Nahrung und wenn ich mich nicht täusche. Die Jungs haben gerade rein technisch nichts zu tun. Super. Es wird gebaut und dann bauen wir nämlich gleich direkt zwei Stromspeicher ein. Ich will Strom einspeichern und ich muss irgendwie drankommen. So, hilft nämlich alles nicht. Neue Rakete, brauche ich nicht. Aber was ich brauche, meine lieben Freunde, wenn ich mich täusche, müsste ich Batterie aus Kobalt bauen können. Sehr gut. Nächste Problematik, die wir haben. Natürlich, wie sollte es anders sein? Ein Klassiker. Wir müssen Strom hier gleich irgendwie reinkriegen. Je eher ich hier Strom habe, desto besser kann ich und schneller kann ich springen. Großer Vorteil. Wie soll es anders sein? Ich glaube, das geht gar nicht, oder? Das geht. Nice. Okay. Didn't know. Bin ich irgendwie happy mit. Vorteil ist, ich habe halt direkt... Ne, können sie hier da direkt gibt drauf. Ich brauche ja nur dieses eine hässliche. Kobalt habe ich genug und das ist auch ganz gut so. Hm. Mich natürlich jetzt erfreut in dem Sinne, ist dann das hier. Ich habe da zwar dann eine Flüssig... Also kurzzeitig habe ich da jetzt gleich was drin, aber ich mache das einmal auf, dass das im Vakuum ist. Passe auf, dass dir die stinkende Erde da nicht ein Loch in die Base reißt, wenn die aufgebracht ist. Ah, du meinst das hier, ne? Habe ich schon gesehen. Ja, ja. Ich habe. Aber da muss ich dann gleich noch halt das schnell das Loch stopfen. Ich habe hier genug drinne. Wenn es soweit ist und passiert, dann passiert's. Aber so, jetzt wird das Kobalterz einmal entfernt, damit ich hier drin Vakuum habe. Ich habe mich keinen Bock auf irgendeine Form von Wärmeaustausch, obwohl ich mit all Das ist egal. Ne, brauche ich nicht. So, hier kommt nämlich dann schon mal Strom. Ich kann ein oder zwei Solarmodule bauen. Ich bin nicht sicher. Ja, hätte ich auch vorher smart machen können. Bin aber nicht smart. So ist das Leben. Auch sehr schön ist... How the fuck? Wie ist Oxalit hier hingekommen? Ich meine, ja? Ja? Gibt es hier Asteroiden? Falls ja, werde ich ein anderes Problem gleich haben. Oxalit finde ich gut, kann ich lagern, tue ich bei mir im Wasser rein, kann ich mich nachher in mein Schiff tun. Darum, vielleicht sollte ich das gerade anders machen. Das Ding kriegt ein Prio 1, das Ding kriegt ein Prio 1. Mir egal. Sammelt das Regolith alles auf, was ihr lebt. Oxalit, es wird alles einmal gerade aufgesammelt. Es ist keine Zeit, Leute. Das Oxalit finde ich tatsächlich zu wichtig, um es... Ich nehme gerade mit dem Stress, aber das Oxalit wird aufgesammelt. Das ist relativ viel Oxalit. Und das finde ich sehr, sehr gut. Da gibt es auch gleich schon den ersten Bonus. Das alles passt. Thank you.
So, nice. Okay, wir haben Strom. Wir haben Strom, bedeutet gut. Wie gehe ich damit am besten um mit anderen Dingen? I don't know so far, aber hier würde ich dann nachher eine Jeffersröhre durchziehen. Vielleicht relativ weit oben oder unten. Na, es geht, ist gar nicht so weit oben. Ich könnte ohne Probleme nachher hier die Jeffersröhre ansetzen. Mache ich das schon? Da habe ich gleich direkt Ruhe. Ich meine, ich habe genug Magnetit eigentlich mit, um hier oben direkt schon zu sagen, dem ist dann halt so. Ich finde das gar nicht so bad. Können sie dann hier gleich schon mit einsammeln. Ja, 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 fühle ich. Nahrung 10k, Mehlläuse. Also essenstechnisch sehe ich hier erstmal kein Problem. Frage halt, ich muss halt immer wieder jetzt ein bisschen schauen, wie es mit meinen anderen Kolinen. Die sind stabil, die laufen auch, wenn die Leute nichts zu tun hätten, könnte ich sie immer noch rein technisch auf einen... Klingt jetzt hart, ich könnte, wenn sie nichts zu tun haben, immer noch für ihre Ausdauer auf ein Hamsterrad stellen, ne? Also hat niemand was zu tun, geht ins Hamsterrad, you know? Ich weiß gar nicht, ob das an Strom angeschlossen sein muss. Sehe ich ja gleich, das dürfte in Rekordgeschwindigkeit hier gebaut werden. Wahrscheinlich wird ein Stromanschluss vonnöten sein. Schauen wir mal. Objekt für Ressourcen, Kolonieerfolgung. Oh, wir haben Kolonieerfolg. Schauen wir mal gerade, was haben wir denn Schönes? Reicher Start. Bau eine Raketenplattform auf einer Welt ohne Transporter. Ja, da haben wir. Ich glaube, ist eine Vermutung. Was haben wir denn hier angebracht? Habe ich noch Blei? Bleibe ich nicht. Ich habe nicht mal einen Uran. Was nehmen wir? Wolfram. Ich glaube, es muss ein... Muss da eine Batterie ran? You know what? Ich bin ja auch nicht doof. Ich bin ja auch nicht doof. Nicht genug Material. Okay, excuse me. Ich dachte, hier genug Wolfram. Brauchen noch einen Stromverbraucher. Wenn sie nichts zu tun haben, kriegt das Ding eine 1, dann können sie laufen. Weißt du, wenn nichts zu tun ist, sollen sie laufen. Tun sie was für ihre Athletik. Wenn sie nichts zu tun haben, tu was für deine Athletik. Genau, ich baue eine Lampe drüber. Ich brauche ja nur irgendeinen Stromverbraucher. Oh fuck, ich kann den ganzen Bataillon hinstellen. Okay, excuse me, kann ich das drehen? Ja, keine Ahnung. Okay, für alle Fälle. Für den Tag, dass das nicht ausreicht. Gibt es jetzt nur eine Lösung? Eine große Metallskulptur aus Gold? Stahl, Stahl. Gibt es irgendwas, was schöner? Schöne Kupferstatue. Noch nicht hübsch genug hier. Wir machen es schöner. So, können Sie das machen? Hier wird das, glaube ich, der gleiche Fall sein. Nur für alle Fälle, wenn sie nichts zu tun haben, dass sie mir irgendwas machen. Und da ist mir immer noch lieber, sie rödeln ein bisschen für ihre Athletik was, wo ich ja letztendlich immer noch einen Benefit von habe. Dass sie einfach schneller sind. Wo sie eigentlich, ich sag mal hier, spüre schon, genug zu tun hätten. Mischt mal die Scheiße da ein bisschen auf. Genau. Das Öl holen sie sich sowieso nachher, ballern sie hier rein. Also, der Raum läuft. Mal hier Ethanol reingekommen ist, ne? Und dann auch in dem Ausmaße. Oh doch, hat er auch recht, okay. Wie hat's Ethanol... Ah.
Ah, verstehe, von damals, als das hier oben runter tropfte, ne? Ist das immer noch so viel Ethanol ist, ne? Obwohl ich das habe eigentlich mal runtergeschickt. So. Aber ihr seht, die ganze Base, eine schnucklige Kerntemperatur, so wie sie sein sollte. Und mich stört hier der Sauerstoff drin. Das heißt, ich brauche noch ein Gas. Ich mache gerade 2000 Dinge auf einmal, ne? Aber hey, that's the shit. So, bauen wir da noch. So, mal, das Ding kriegt sowieso eine 1. Wenn ihr nichts zu tun habt, mein Freund. Hallo. Ah, es gibt zu arbeiten. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Es gibt zu arbeiten. Ne? Und wenn ihr dann fertig seid, dann könnt ihr es immer noch. Ich glaube, es ist jetzt gut Nacht. Ja, es ist gut Nachtzeit. Apropos gut Nachtzeit. Haben sie ausgetauscht. Sehr schön. So, das heißt, ich habe Strom. Wir haben erstmal eine Jeffersonröhre. Das heißt, ich kann direkt einen Stromverteiler und... Yippie? I don't know. Erstmal habe ich Wasserstoff davon. Das ist ja auch nicht schlimm. Ist es nicht ganz so hässlich? Ich meine, ja, schön. Sieht anders aus, aber... Welchen Pokepanzer? Das ist mir verschmutzte Erde. Macht mir daraus Sand. Sand. Habe ich, glaube ich, viel mitgenommen. Zeige alles. Extra mir Sand hier anzeigen lassen. Okay, Sand. Erde. Nur sicherheitshalber. Stahl. Habe ich noch mitgenommen. Granit. Tod durch kein Filtermaterial, Tod durch keine Nahrungsgrundlage. Dünger? Habe ich Dünger mitgenommen? Erze, warte mal. Ich habe doch eigentlich... Schön, dass ihr hier... Kann hier einiges einschauen. Atembare Gase interessieren mich nicht. Sand und Regolith auch nicht. Flüssigkeiten auch nicht. Plastik. Glaube ich nicht, dass ich hier Plastik habe. Glas habe ich aber mit. Holz interessiert mich nicht. Anzüge interessieren mich nicht. Kochzutaten interessieren mich nicht. Dünger. Kann man mitnehmen. Metallerze. Wolfram? Nein. Uran? Nein. Kupfer? Nein. Kobalt? Oh, ich habe Eisenerz. 17,5 Tonnen mitgenommen. Okay. Aluminiumerz auch nicht. Rohmaterialien. Magnetitler habe ich noch mitgenommen. Jo. Nit auf jeden Fall interessant. Oxylit nehme ich immer mit. Ah, fast eine Tonne. Also etwas über eine Tonne, sehr nice. Hier weiß ich es tatsächlich gerade nicht. Eisen, nein. Ah, ich habe ein bisschen Aluminium mitgenommen. Okay. Blei? Nein. Wolfram? Okay, ich habe ein paar Kilo Aluminium mitgenommen. Na, why not? Okay, ich sehe ja schon mal ein paar Ressourcen, was ja wirklich sehr nice ist da. Hier wird das mitgesammelt, die Steckschnecken können mir gleich fernbleiben. Ich habe technisch Strom. Aber technisch Strom ist auch eine richtig guter Call. Muss ja irgendwie raus nachher, für welche Fälle auch immer. So, das können sie hier machen.
Ihr seht, ich bin hier mitten schön am Durchplan. Ich glaube, ich fühle nicht, dass ich einen Pokepanzer irgendwo mache. Ich weiß alles. Obwohl. Will ich einen Pokepanzer abweisen? Im schlimmsten Fall steht er hier und freut sich ein X. Pokepanzer. Was ist hier oben? Liegt hier wieder ein Ei? Okay, ich habe anscheinend doch das Ei in Kontrolle. Ich weiß nicht, vielleicht hat er erst nicht gegriffen, hatte nicht genug Strom. I don't know. Das scheint zumindest alles zu laufen. So, hier ist auch wieder kalt genug. Wir geben dem Ganzen jetzt auch mal die Chance, sich wieder abzukühlen. Das ist übrigens das Schöne, wenn das hier langläuft, das kühlt sich so hart runter, ne? Man denkt so, oh, 23 Grad, das geht so fix runter. Das glaubt einem keiner, wenn das nicht gesehen hat. So, wir ballern hier auch relativ viel Schmutzwasser nochmal so 50-50 Schema rein. Ich befeuere ein paar Pflanzen mehr. Mein Fisch läuft nach und nach an. Da bin ich auch ganz happy mit. Das heißt, meine ganzen Sachen laufen. Hier geht jetzt auch das Chlorgas langsam mal runter. Ich will das von der Seite weg haben, damit ich es später mal ausfiltern kann. Er pumpt mir hier unten alles runter. Sauerstoff wird hier nochmal ausgefädelt, aber das ist kein Problem. Eigentlich müsste ich den Sauerstoff, wenn ich ehrlich bin, hier hinten einmal durchführen. Also ich müsste diesen Loop, den ich hier habe, da hinten machen. Und ich glaube, das werde ich auch noch bauen. Der Grund, warum ich das so mache, ist, ich will es lieber durchs Gebäude bauen. Eigentlich auch scheißegal gewesen, ne? Egal. So, warte mal. Kann ich es nicht einfach copy? Das ist nicht das, was ich wollte. Moment. Das ist das, was ich wollte. Verzagen. Moment. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.